Finde dich etwas ein, gucke auch, geh auch mit dem Schmerz um. Immer wieder gibt es natürlich auch Schmerz, aber das ist nicht so tragisch. Solange du nicht verzweifelst damit, ja, sondern wirklich auch spürst, wie kannst du damit umgehen. Tut das Knie weh, musst du es öffnen, musst du ein bisschen ausweichen, wohin. Ja. Ist alles möglich. Gut. Ja, der Rumpf ist frei beweglich über dem Becken. Ja, du kannst versuchen, den Rumpf etwas zu strecken, zu schieben, den Stretch etwas mehr suchend. Genau. Und stell dir vor, dass auf deiner gesamten Haut wie Augen sind, die zu den verschiedenen Richtungen ausspielen wollen, auch auf deinem Rücken. Ja. Überall Augen oder Rezeptoren, die etwas spüren können. Ja, meander etwas um deine Beine herum. Ja, auch nach hinten. Ja, genauso wie nach vorn. Vielleicht mit einer sanften Drehung. Ja, die Hände am Boden, die drücken und schieben den Körper vorwärts, rückwärts. Sie drehen ihn, wenn die Hände nach seitlich drücken. Ja. Ja, wie spüren sich diese Felder hinten vor der Schulter an? Ja, kommen die, sind die offen, dass du deinen Rumpf, deine Schulter weiter zurückbekommst? Ja, das. Mhm. Ja, stellst die Hände nach vorn, schiebst nochmal etwas den Boden vorwärts und zurück. Ja, guckst, dass du die Schulter nicht zu den Ohren hast, nicht zu eng bist vorne, sondern eher auswärts und hoch. Gut, das. Ja, die Achseln immer noch mal etwas weg von den Leisten, immer noch mal vorgestellt, dass du Länge hast zwischen Leisten und Achseln. Ja, die ist immer wieder suchend. Ja, und trotzdem weit bleiben. Jemand zieht dir die Oberarme nach oben, aus und weg. Ja, das ist immer wichtig hier. Gut. Sehr schön. Okay. Gut, und dann nimmst du hier die Beine nochmal raus. Mhm. Ja. Wir gehen es ganz gelassen an. Du versuchst einmal die Beine in den Boden zu bringen. Auch das beobachte ich immer wieder, dass es gar nicht bei jedem gleich ist, wie viel des Beines auch an den Boden herankommen kann. Das hat was mit deinem Hüftgelenk zu tun hier. Ja, ist der Oberschenkel eher in der Luft, kannst du die Rückseite des Knies ansetzen an den Boden, ja, etwas ausdrückend, oder ist es gar nicht so leicht, das Bein völlig durchzustrecken, auch mal ohne zu überdehnen. Ja, probier das einmal aus und finde dich da an dieser Sache heran. Ja, ein paar Mal hier links und rechts. Schöne Aufrichtung, ja, du fällst nicht zurück, kannst du aber machen einmal, ja, das, genau, gut, sehr schön, genau, ja, die Zehen sind immer wieder aktiv nach vorn, ja, auch ein bisschen mehr ausgestreckt, gut, das, und dann nimm den Sitz nochmal kurz andersherum in die herein, wo du weißt, was du automatisch tust. Dann tu mal das andere, ja, dass du einmal hier in die Weite kommst, der Knie, und spürst einmal, ob die Enge der Knie für dich so wohlig ist, sodass du da drin auch nochmal ein paar Varianten ausprobierst. Ja, du rollst dich nochmal auf den Fuß drauf, vielleicht kommt der Po mal ein bisschen hoch und du gibst mehr Stretch auf den Fuß drauf. Gut. Und wechselst das. Du stellst dir vor, deine Wirbelsäule biegt sich aus dem Becken raus. Ja? Wie eine Blume, die nicht nur gerade nach oben steht, sondern der Stängel etwas weicher ist. Ja? Und sich auch mal zur Seite lehnt. Ja? Genau. Ja, dein Becken ist relativ gut geerdet, aber der ganze Rumpf schiebt sich nach den Seiten raus. Nach vorn.
ja, oder auch nach der Seite hinten, ja, probier das aus, ja, Knie schön offen, gut, wunderbar, und dann auch einmal nach oben raus, streckst dich einmal hochwärts und gehst, du merkst sehr schnell, wo ist hier deine, dein Maß, nicht? Wie weit gehen die Arme zurück, bei manchen sind sie ein bisschen mehr nach vorne, manche können sie fast neben die Ohren nehmen, kann man sie dann noch strecken. Ja, ich versuche dir 1000 Einladungen zu geben, um zu spüren, was machst du sozusagen. Ja, streck dieser Arm, streck die Seite mit, ja, bleibt das Becken weich, am Boden tief. Ja. Ja, momentan achte ich sehr darauf, dass auch wieder mal was gestreckt wird. Ja. Okay, ja, der Arm streckt, aber deine Seite ist trotzdem auch involviert. Ja. Gut. Ja. Und dann vielleicht auch mal beide Arme mal straight up. Ja, als hältst du eine Black Roll zwischen den Händen oder ein etwas. Das Kinn noch mal ein bisschen höher, noch mal ein bisschen Gewicht auf die Knie, den Bauch noch mal ein bisschen auf, die Arme noch mal etwas mehr gestreckt, ja, gut, okay, und dann lass das los, sehr schön, komm wieder nach vorne, prima. Ja, und spür noch mal diese Achselhöhe, dass du die Achseln in Ruhe hast, die Finger vielleicht etwas auf den Kuppen, ja, noch mal etwas gedehnt auf die Füße unten, okay, gut, das, ja. Oh, sehr schön. Und dann nimmst du die Beine noch einmal raus nach vorn und stellst mal einen Fuß dicht an das Becken heran. Ja, noch einmal so eine kompakte Situation für dein Knie. Ja, du versuchst das andere Bein einigermaßen gerade nach vorn zu haben und federst dich ein paar Mal in diesen Fuß hinein, sodass du merkst, als würdest du aufstehen, kannst die Hand am Rand etwas benutzen an der Seite und gibst mal so ein paar Pulsationen ins Gewebe hier nach vorne, ja, sodass du merkst, dein Fußgelenk beugt sich etwas mehr. Ja, das. Gut. Ja, nochmal spür diese starke Enge, die wir für viele Sachen brauchen im Yoga. Ja. Und dann auch mal von hier zur Seite denken, das Bein. Ja, nach innen, aber auch nach außen. Ja, mal probieren, geht das, was ist mit dem Hüftgelenk, was macht das andere Bein? Ja, einmal innen, einmal außen. Ja, das. Und auch nochmal nach vorn, dass du wirklich dich randrehst und der Fuß drückt die Matte nach vorn, dass sie fast eine Welle wirft hier. Genau. Sehr gut. Okay. Ja, ein langsames Aufwärmen des Gewebes hier. Gut. Das andere Bein nochmal etwas mehr gestreckt hier. Die Rückseite nochmal mehr gegen den Boden. Ja, das. Ja, und nochmal auf und ab. Und vielleicht kannst du jetzt schon einen Touchdown nach außen geben mit dem Knie, aber auch über das andere Bein. Einmal in den Boden. Ja, das. Gut. Gut. Okay. Gut. Und dann greif nochmal etwas nach vorne vorbei. Schieb dich ruhig von hinten etwas mehr. Ja. Das. Immer wieder auch aufrichten. Schauen, was der untere Rücken sagt. Ja. Gut. Okay. Das. Sehr schön. Oh. Perfekt. Gut. Und dann lass das und geh nochmal raus mit dem Bein. Gut. Sehr schön. Und dann spüre immer die Seiten und nimm das andere nochmal heran. Ja, dicht an den Po angestellt, ja, und schiebe dich ein paar Mal da raus, als würdest du aufstehen wollen davon. Ja, weit gegen, der Po gegen die Ferse, das Knie möglichst dicht gemacht. Ja, greife ein bisschen aus, federe. Ja, spüre diese Dynamik nach vorn, die dich irgendwann aufstehen lässt. Ja, das. Ja, du spürst deine Füße am Boden,
dein Bein, dein langes Bein. Ja? Und dann lässt du dieses Vor zurück und gehst nochmal nach außen und innen mit dem Knie. Ja, Sensing ist irgendwo was sehr Vernünftiges auch. Ja, es ist nicht so ein Drauf-Los-Yoga, ja, rein und durch, sondern es ist schon ein bisschen Step-by-Step und mit sehr viel Nachhaltigkeitsinteresse. Ja, sollen keine Späne fallen. Gut, auch wenn man krasse Sachen macht, wie wir gleich sehen werden. Ja. Und dann nochmal ein bisschen nach vorne und hinten. Ja. Auch mal gegen die Matte geschoben den Fuß. Und vielleicht mal den Po schon mal so ein bisschen angehoben. Ja. Und vielleicht mal einen Touchdown mit diesem anderen Knie da unten. Ja. Das. Genau. Ja. Und nochmal zurück immer. Ja. Nochmal zurück und nochmal drauf. Ja. Und dann machst du hier schon wieder eine neue Partie für Sensing auf, dein Rumpf, ja, schiebst dich da so ein bisschen, sitzt auf der Ferse unten und hebst aber deinen Rumpf gut auf und zurück, ja, und setzt das nochmal zurück, das, sehr schön, gut, nimmst beide Beine noch einmal nach vorne, ja, gut, ja, nimmst die beiden Beine einmal in deinen automatischen Sitz zurück und öffnest das vordere Bein gleich etwas mehr. Etwas mehr. Ja? Das heißt, du hast hier Abstand, dein Fuß kann hier gucken, wo er hin kann. Der Versuch ist, die Ferse eventuell, das ist schon ein bisschen advanceder hier, mehr anzuheben. Ja? Und ein paar Punkte zu suchen und dich von deinem anderen Knie eher ein bisschen wegzuschieben zu diesem vorderen Bein. Langer Rumpf, spür rein. Ja? Du rollst dich gegen die liegende Ferse gegen. Ja? Vielleicht sitzt du fast drauf. Gut, das. Ja, dein Fuß kriegt von unten die berühmte Faltung in den Achsen, ja, das ist eine Vertiefung in der Fußfaszie hier zu sehen, ja, okay, und gut, einmal so, ja, ein bisschen gespielt damit, wunderbar, okay, sehr schön, und dann löse auch das schon wieder auf und greife den Fuß einmal und ziehe mal neben dir ein bisschen mehr zurück und strecke ihn nach vorne. Zieh ihn etwas mehr zurück und schau, wie der Rücken und der Rumpf sich dabei verhalten, wenn du das Bein nach vorn schiebst und du dich hinauswegelst und nach hinten durch, dichter am Körper lang. Ja? Nicht zu weit nach außen das Knie, sondern etwas mehr innen vorbei. Ja? Gut, das, da rollt der Po einmal mehr auf die eine Seite und dann wieder mehr nach vorn. Gut. Das, sehr schön. Okay, wunderbar. Gut, und dann auch das nochmal loslassen, beide Beine nochmal vor. Ja, nochmal getreten hier. Gut. Und dann nimmst du den Sitz nochmal andersherum rein als gewöhnlich, das andere Bein zuerst. Genau, und dann öffnest du die andere Seite für diese Wanderungen deines offenen Beines, deines gegriffenen Beines in verschiedene Richtungen. Als würdest du Farbtupfer an den Boden setzen mit dem Fuß an verschiedenen Stellen hier. Ja? Arbeit mit dem Hüftgelenk. Ja? Ja, die Ferse immer nochmal sich anschauen. Geht die Außenrotation hier noch etwas mehr? Ja? Ist das Knie weich am Boden, kommt das andere mit hoch, spielt damit, mit dieser Öffnung hier. Ja, genau. Halte dich einfach noch ein bisschen auf, bevor wir den Sitz verlassen, in diesen Hüftgelenkssachen hier. Gut, das, sehr schön. Nochmal so, prima. Das und das. Okay.
Ja, gerne noch mal ein bisschen mehr öffnen für die, die es leicht haben, vielleicht das Bein noch mal ein bisschen mehr in die Öffnung nehmend. Oder dann wieder nicht. Okay, gut. Das. Dann greift ihr auch diesen Fuß noch mal und zieh das Bein noch mal nach hinten durch. Ja, streck dich nach vorne, spür, was du in die Dehnung nimmst, wenn du das machst. Nach hinten und nach vorne. Ja, nach hinten und nach vorne. Ja, sitzen ist Happy Baby. Ja, ein Stück weit zurück. Gut, das. Okay. Gut. Ja, mal wieder den ganzen Körper dabei betrachten, nicht nur das Bein. Auch den unteren Rücken. Ja. Okay. Gut. Sehr schön. Und dann beide Beine nochmal nach vorn. Und dann schwingen beide Beine mal so, dass du sie rechts liegen hast. Ja, nach rechts liegen hast beide Füße. Ein Bein vor dir, eins neben dir. Gut. Federe mal ein bisschen auf den hinteren Po, auf den Po, der vielleicht ein bisschen vom Boden hochgekommen ist hier. Wenn es so ist. Ja. Okay. Ich vermute jetzt viel hier immer. Ja. Ja, manches sehe ich aber auch. Gut. Ja, genau. Gut, und dann von hier aus versuchen wir die Füße einmal aufzustellen, den Rücken durchaus Boden zu nehmen, die Füße am Boden zu lassen und zur hinteren Seite umzudrehen. Ja, das. Okay. Und dann auch hier nochmal ein bisschen gefedert in den, wo der hochkommt. Ja, okay. Und von hier kommst du wieder zurück und versuchst die Füße am Boden zu lassen, wie sie sind, und wieder nach vorne zu drehen. Genau. Und nochmal in den Po reinzufedern. Sehr schön. Noch einmal etwas deutlicher. Rund machen und drehen, wieder aufrichten in die Lordose. Ja. In die Konkave vor. Während du für einen Moment konvex wirst nach hinten. Und wieder nach vorne. Sehr schön. Das. Wunderbar. Prima. Stell die Hand raus, die raus will. Genau. Und nimm dir nochmal das Bein und öffne die Rückseite des Beines. Ja, etwas mehr. Hier in den Stretch. Spüre deine, das, was jetzt angesprochen wird. Ja. Arbeite mit Kraft gegen die Finger. Versuche herauszufinden oder zu spüren, wo dieser Stretch am Ende ansetzt. Ja, wo ist das bei dir? Was merkst du am ehesten, wenn du mit Kraft in den Fuß stretchst? Die Hand drückt den Fuß zurück nach unten, aber das Bein streckt trotzdem gegen diese Kraft. Ja, das. Fall nicht nach hinten, drück dich etwas nach vorn, öffne das Bein ja ein bisschen nach hinten, aber nicht den Rumpf. Ja, okay. Gut. Gut, sehr schön. Ja, dann löse das nochmal. Und nimm beide Beine nochmal zur anderen Seite. Nur nochmal so. Du sitzt bequem. Federst nochmal auf die Leiste oder in die Tiefe dieser Leiste, die ein bisschen hochkommen möchte hier. Die nimmst du nochmal tief. Ja. Gut, vielleicht merkst du den Unterschied zwischen den Seiten. Die Beine schön auf. Swastikasana genannt. Ja. Und dann kommst du mit den Knien wieder hoch, versuchst die Füße am Boden zu lassen. Und weiterzugehen. Ja? Ein paar Mal hier. Versuch. Geht das leichter schon auf dieser Seite? Ja? Ja. Der Rücken wird einmal rund, der Rücken kommt einmal aufgerichtet. Ja? Das. Genau. Ja? Einmal gerne. Rollen wir den Po nach hinten. Ja? Und wieder nach vorne. Sehr gut. Das. Prima, sehr schön. Und dann bleibst du nochmal vorne, stellst die Hand raus und nimmst dir den hinteren Fuß. Ja? Und guckst, wie dehnt sich das auf der Seite. Ja? Ein paar Mal raus. Musst du sehr tief in deine Rippen reinfallen, um das Bein hoch zu bekommen? Oder kannst du auch dich etwas mehr außerhalb der Schulter hier aufhalten, also nicht auf die Schulter drauffallen, ja, und trotzdem ein bisschen mehr hochnehmen. Ja, gut.
Sehr schön. Spüren deine Rückseite da. Ja? Gut, auch nochmal in verschiedene Richtungen. Sei immer frei, deine Formen hier zu suchen, zu variieren. Okay, gut. Und dann bringst du beide Füße nach vorne und gegeneinander. Letzte Sache im Sitzen hier. Ja? Du kommst mit den Füßen nochmal zueinander. Ja? Und lässt dich etwas nach links und rechts schaukeln mit einem langen Rumpf nach vorne. Lang, ja, nach vorn, nach vorn. Von einem Knie auf das andere. Ja, das. Hältst die Füße gerne fest, rollst dich auch mal ein bisschen zurück und wieder nach vorn. Und du schaust, wie geht das mit den Knien? Wo sind die? Ein bisschen oben, dann lass dich mal auf einer Seite ein bisschen mehr flattern, auf der anderen. Ja, mehr aus der Schwerkraft als aus dem Drucke. Ja. Du musst nicht aufdrücken unbedingt. Wohl. Ja. Es ist eher, dass du mit dem Körper einverständnisvoll arbeitest. Ja. Ein Einverständnis findest oder eine Idee davon, was er eigentlich selber können oder möchte. Gut. Okay. Ja, und dann immer wieder gucken, rollt das Becken ein bisschen am Boden. Ja, kann das nach vorn, nach hinten. Das ist ja die Vorbereitung für den männlichen Split. Ja, je mehr du nach vorne kommst, umso weiter gehen die Beine raus aus der Sache. Ja, gehen die Beine raus aus dem Becken. Ja. Gut, je mehr du nach hinten kommst, umso mehr entspannt sich die Situation, die Knie kommen hoch. Ja. Ja. Versuche weise zu arbeiten. Ja, mit Gefühl ohne Ego. Ja, geh rein, geh raus. Gut, sehr schön. Okay, gut. Ja. Und dann von hier aus nochmal die Beine nach vorne raus. Jetzt greifst du dir nochmal, öffne, nochmal hier und hier. Mhm. Ja, spür es nochmal. Ja, diese Öffnung. Gut. Ja, dich ein bisschen einzutunen hier in das Spüren der dehnungswilligen Gewebeteile. Ja. Gut. Ja. Wenn du das schon hier hast, geht es im Stehen gleich besser. Das Gefühl schon hast, die Verbundenheit schon hast dazu. Gut. Ja. Schau, drehst du das ein bisschen, das war. Ja. Kommst du höher. Gut. Genau. Ja. Versuche im Bereich von Genuss zu bleiben, von Interesse, ja, für die Vorgänge. Okay, sehr schön. Und dann legst du das nochmal in deinen normalen Sitz rein, kommst nach vorne auf die Hände, rollst hier raus, nimmst die Füße nach hinten weg, so das geht, und dann finde dich im Vierfüßler ein, ja. Mhm. Ja, die Hände durchaus in einem guten Abstand hier zu den Knien. Ja, und dann federst du dich ein paar Mal tief zurück nach hinten, schiebst die Matte vorwärts, hebst das Herz an, lässt die Leisten tief gehen. Ja, leg er vor die Matte, heb das Herz an, lass die Hände arbeiten am Boden, vor und zurück drückend. Ja, die ziehen dich nach vorn, die schieben dich zurück. Weiche Leisten, die Knie gut offen. Bisschen mehr. Ja? Gut. Einmal mehr auf rechts, einmal mehr auf links. Ja, schiebe nochmal dich von einer Hand diagonal auf die andere Ferse. Ja? Und untersuche die Öffnung deiner Rippen dabei, deiner unteren Taille. Gut. Lass den Kopf auf die Seite gehen. Schau auf die drückende Hand. Und genau, auch nochmal zur anderen Seite. Versuch dich dann da drinne gerne ein bisschen aufzuhalten in dieser Tiefe auf der Ferse und mit Mikrobewegungen mehr zu arbeiten. Das heißt, nicht wieder völlig rauszukommen, sondern auch da unten etwas zu federn, in der letzten, im letzten Drittel der Sache. Ja. Gut. Oh. Ja, nochmal nach vorne. Prima, klasse. Sehr schön. Stell die Füße in den Boden rein.
Ja, wir kommen gleich mal hoch und machen ähnliches im gerundeten Vierfüßler. Kommst einmal raus und bewegst die Füße hier. Ja, einmal in die Länge. Der Po geht von den Füßen eher weg. Ja. Der Stretch kommt zustande, weil du deine Fersen und dein Gesäß auseinander bewegst. Ja. Nicht, weil du dein Knie durchdrückst. Ja, versuche mal, eher zwei Vektoren in verschiedene Richtungen zu denken, nach oben und unten, für Dehnung. Ja. Nicht nur diese brachiale Kraft des Knies nach hinten. Gut. Es sei denn, dir fällt es eh schwer, die Beine zu strecken. Dann drückst du auch mal ein bisschen da. Aber ist eher nicht so wahrscheinlich, ne? Weil es dich hier so sehen würde. Ja? Okay. Sehr schön. Gut. Und dann von hier. Legst du beide Füße mal nach links. Ja? Und schiebe mal mehr das linke Bein, dass das jetzt außen steht, noch ein paar Mal kräftiger durch gegen den Boden. Versuch das Herz nach vorne zu denken, den Blick, ja, und hinten den Fuß schön rauszuschieben. Das Bein kann sich auch einmal strecken dabei. Ja, dieses äußere, viel Bounce. Ja, gut, gut, okay. Ja, setz tiefer. Kannst den Fuß noch weiter öffnen, wenn du möchtest. Pass nach hinten und setz dich gerne einmal tief und heb das Herz wieder nach vorne an. Ja, das. Okay. Ja. Und dann drehst du die Füße schon wieder nach vorne. Prima. Erst nochmal ein Bein nach vorne. Ja, über die Hände. Gut. Eine Ferse, die andere Ferse. Gut. Beweg dich in diesem elastischen Spielraum über den Händen. Und auf die Füße. Ja? Beug die Knie, streck die Beine. Dreh die Beine nach rechts. Ja? Die Füße, die Knie nach rechts. Ja? Lass beide Hände noch am Boden und federe nach vorne durch die Arme durch. Ja? Ja? Das nach vorne und dann aber auch mit dem äußeren Bein nochmal in den Schub gegen die Matte, sodass sich das Bein mehr streckt und du mehr Dehnung in die Taille bekommst. Gut, ja, das, sehr schön. Okay, wunderbar, das, ja. Mhm. Wunderbar, und noch einmal nach vorne. Sehr schön, das. Schlag die Hände zurück auf der Matte nach hinten, ja. Ja, bleib gerne am Boden damit und beweg auch hier nochmal die Beine nach hinten und den Po nach oben, mehr auf einem Bein und dann auch auf dem anderen. Ja, das. Lass das Ohr von einer Seite auf die andere Seite kommen. Mhm. Geh ganz nicht rein an das, was du tust. Ja. Es ist keine Vorbeugung, wo du den Körper runterziehst, sondern es ist ein Leben, das sich über den gesamten Körper erstreckt. Ja, von den Füßen, die Hände drücken gegen den Boden, dein Rücken bewegt sich, deine Gesäßfalten werden länger. Okay. Gut, sehr schön. Und von hier schlagst du die Hände wieder nach vorne. Ja, es ist mehr ein nach vorne Krabbeln in dem Übergang bewusst war. Die Hände schieben vorwärts. Ja, du hast jeweils Asymmetrien im Körper. Das ist nicht so gerade. Ja, und wieder nach vorne. Sehr schön. Und bewegst dich. Gut. Das ist ein bisschen dynamischer schon mal. Spür mal das Einfedern des Beckens. Es ist wie ein bisschen, als würde ein Auto in eine Senke fahren und kurz tief einfedern und wieder raus danach, wenn alles funktioniert. Ja. Gut. Ja, ein bisschen tief, die Füße ein bisschen leichter dabei. Ja. Ja. Okay. Gut, okay, und dann beide Knie noch einmal zum Boden runter. Genau, super. Schieb nochmal zurück. Ja, setz dich nochmal gegen die Füße. Ja, passiere die Füße, halte die Achseln lang nach vorn, aber setz dich zurück auf die Füße. Genau.
Okay. Schieb dich nochmal auf deine rechte Fersenbein drauf und lass den linken Arm unter rechts durch nach vorn. Weit durch. Nach vorn schraubst du das auf. Ja, und drehst dich zur Seite. Immer nochmal gerne raus und wieder in die Schraube hinein. Der Blick geht mehr nach vorn und unten. Ja, die Schulter senkt sich in den Boden. Der Arm schleift über den Boden bis zur Armbeuge am Handgelenk. Ja. Und das, genau. Gut. Na, und dann zieh das nochmal raus. Prima. Ja. Hände wieder vorne. Schieb nochmal tief zurück. Nach hinten. Die Achseln wieder vor. Die Leisten tief. Die Achseln spielen immer gegen die Leisten. Ja. Das. Okay. Gut, und dann setz dich gerne nach links hin, dann wird die rechte Hand frei. Ja, und die geht dann einmal unter dem anderen Arm durch. Schön mal nach vorn und leg nach vorn. Gut, das. Ja. Gerne mal noch mal ein bisschen suchen, noch mal rausgehen und mal rein. Ja. Vielleicht legt sich das Herz so weit zurück, dass du auf die rechte Mattenkante schaust. Gut. Ja, einfach mal so. Zweite Mal hinein, weit und herum. Gut. Na, sehr schön. Mal so. Und dann kommst du mal raus. Sehr gut. Ja. Und jetzt lässt du die Füße lang. Ja, die Füße am Boden lang. Nimmst kurz in die Knie an. Ja, versuch das. Ja, einmal die Knie anziehen, die Füße lang zu lassen. Auch gerne auch wieder abzuschütteln. Ja. Noch einmal hochzukommen, ja, und wieder abzustehen. Probier. Erstmal so, dass deine Krämpfe entstehen in den Füßen, nicht zu lange machen, ja. Du schaust, wie das geht. Mhm. Ja. Manche bewegen sogar da oben ein bisschen, nach links und rechts, massieren die Zehen, ja, von oben die Gelenke, ja. Okay. Gut. Und dann stellst du die Füße nochmal um hier direkt aus der Sache heraus. Ja, perfekt. Hebst das Herz nochmal nach vorne an, über die Hände drüber, schiebst den Po nochmal nach hinten oben, lässt den Rücken lang. Ja, wunderbar. Beide Füße ganz leicht nach rechts gedreht. Mhm. Rechte Arm mal frei. Der linke hat mal mehr Kraft gegen den Boden. Ja. Schieb mal aus dem linken Weg mehr in die rechte Rippe hoch. Ja, dreh dich etwas auf. Die rechte Rippe schön raus. Gut. Okay. Das. Sehr schön. Schön hoch. Und drehst dich ein bisschen rum um dich selbst, dass du über deine linke Hand auf den Boden schaust. Dein rechtes Bein schiebt dich auf die linke Hand. Das rechte Bein drückt gegen den Boden. Okay. Gut. Das. Geh das aber auch tief zurück in den Sitz, als möchtest du dich hinsetzen auf die Fersen. Ja? Okay. Und einmal in die Mitte zurück. Prima. Entlass die linke Hand, die viel gearbeitet hat gerade. Dreh die Füße etwas nach links. Nicht zu viel vielleicht, sodass du weiterhin dich nach vorne öffnen kannst. Ja? Drück wieder aus der rechten Hand in die linken Rippen hoch. Gut, das. Ja, schön raus. Versuch den Kopf eher tief zu lassen, das Kinn eher auf den Boden herunter. Ja, gib so viel Gewicht auf die Hand, wie du das hältst, ohne den Schultern zu überlassen. Ja, federe zwischen den zwei Standpunkten hin und her. Ja, versuche diese Elastizität anzuspielen. Auch der freie Arm kann dort mit engagieren. Gut, das, sehr schön. Und dann kommst du nochmal mit der Hand runter und in den Boden. Setz die Knie wieder zurück. Sehr schön, das. Okay, nochmal tief zurück. Ja, die Leisten, die Knie schön auf. Mhm. Gut. Herz gut hoch. Leisten tief. Gut. Okay, zieh die Matte etwas und schieb die Matte etwas. Sehr schön. Das. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter von derselben Sache aus.
Ja, du kommst nochmal hoch, stellst die Füße auf und kommst wieder hoch. Drehst die Füße nochmal etwas nach rechts raus und bringst den linken Fuß nach vorne. Dorthin, wo die andere Hand in einer Linie steht. Jetzt kannst du mit diesem vorderen Bein etwas mehr beugen und strecken. Ja? Ganz gut, lässt du das Bein mehr in die Streckung kommen. Du kannst deine Hand außen entlasten. Ja? Gehst weit nach vorne. Gut, das. Ja? Und spielst mit der Streckung. Guckst, wie sich das in den Rücken hinein verhält. Gut. Ja, das vordere Bein am Boden drückt und schiebt. Und hinten bleibst du aber auch weit. Ja, das. Okay, sehr schön. Ja, ein bisschen hier. Ja, mit dem Abstand mal vergrößern, mit so ein bisschen spielen mit dieser Länge hier. Ja, das. Okay, gut. Ja, und dann nimmst du den Abstand normal und bringst das Bein wieder zurück. Du kommst wieder auf den Standarm drauf, nimmst das Bein wieder zurück. Ja, gehst wieder nach vorne. Sehr schön. Und wir das nochmal ein bisschen vor und zurück. Ja. Ja. Einige weiß ich hier, die dabei sind, die sind schon im Springen. Ja. Eduard, los geht's. Ja. Okay. Fort. Ja. Ein paar Hops, ein paar Variations. Ja. Und. Und dann drehen wir beide Beine nach links raus und bringen das rechte Bein nochmal unter uns durch nach vorne. Und du machst den Abstand so weit auf, dass dich das interessieren kann, hier zwischen den Beinen zu nehmen. Ja? Diese Beine im Blick zu haben, im ausgefallenen Schritt sozusagen. Ja? Drückt das Knie, den Fuß etwas gegen den Boden nach vorn, dass die Zehen am Boden, ja, das, gut, ja, geht nach vorn in das Bein, aber schiebt auch wieder zurück auf den hinteren Fuß. Genau. Ja, es ist ein Spiel innerhalb des elastischen Systems. Ja, Elastik heißt, du bist dehnbar. Die Dehnung nimmt sich aber auch wieder zurück. Ja? Du bleibst nicht ewig in der Dehnung, sondern es ist ein federndes Modell hier. Ja? Okay, das. Sehr schön. Gut, rechte Hand nochmal kräftiger in den Boden, stehst drauf und kannst das andere Bein wieder zurücklehnen, nach hinten weg. Ja? Stellst es wieder in den Boden und kommst nochmal nach vorne. Das. Sehr schön. Schieb dich nochmal nach oben und das Herz nochmal nach vorne. Okay. Rolle nochmal etwas geschmeidiger auf die Oberfüße drauf. Ja. Nochmal hier und wieder zurück. Ja. Einmal drauf, nach oben und zurück. Mhm. Ja, vielleicht wird es leichter und du nimmst die Federspannung des Oberfußes mit, wenn du dich rausbewegst, da ist ja eine gewisse Grundspannung drin bei den meisten vielleicht. Ja. Mhm. Ja. Ja, probier aus. Ja. Okay, machen wir die Knie nochmal zum Boden herunter. Ja, setz dich nochmal nach hinten. Gut. Und wir öffnen nochmal vorn. Die rechte Hand geht einmal hinter dich herum, auf den anderen Schenkel und federst hier. Ja, gehst weit nach links raus. Ja. So. Ja, du hast vielleicht deinen Schenkel gegriffen hinter dir. Vielleicht nicht. Aber du möchtest deine Brust nach vorn zeigen, den Kopf in die Dehnung legen nach außen. Ja? Also über den ganzen Hals bis zum Gesicht in die Dehnung zu kommen. Gut.
Ja, okay. Ja, versuch das, den Kopf auch hier am Ende mikromäßig zu bewegen, sodass du den Stretch etwas verteilst. Vielleicht knallt es ein bisschen oder so. Ja, okay. Gut, das, sehr schön. Bring den Arm nochmal raus, drüber. Ja, das. Bring den Arm noch einmal gegen die Schulter und öffne hier noch einmal mit dem Ellbogen weit nach vorn. Weit nach vorn. Ja, der Ellbogen zeigt wie ein Finger nach vorn oder sogar etwas nach links. Ja, und wieder zurück. Rechte Hand vorn. Sehr schön. Linke Hand einmal hinten herum. Ja, versuche zu schauen, dass du nicht zu rund machst, sondern offen bleibst. Und die Hand. Sicher. Hinter dich herum. Vielleicht an den Schenkel ran, von dem aus du dich etwas wegdrückst. Gut. Bleib untersuchend. Versuche die Form nicht so richtig zu nehmen, sondern mehr die Dehnung. Die Elastik. Ja? Das Spiel. Die Extensionen. Ja? Den Hals zu checken, was kann er tun hier. Ja? Lass den Po zurückgehen. Schieb dich nach vorne. Ja? Die Bewegung hat den einzigen Zweck, dass du mehr fühlst. Ja? Die hat nicht den Zweck, dass du tiefer reinkommst. Das passiert dir von selbst. Das interessiert dich nur später, wenn du dann siehst, dass es passiert. Aber jetzt interessiert dich nur die verschiedene Weise des Zusammenhangs von Stretch. Ja? Je nachdem, was du machst. Gut. Das. Ja. Und dann nimmst du die Hand nochmal raus. Prima. Ja, streckst nochmal ein bisschen nach vorne, löst das auf, dein Schultergelenk ist wieder frei. Und dann kommt dieser Arm noch einmal um die Schulter herum und du läufst es nochmal weiter vor. Ja. Als hättest du keine Hand zum Zeigen und musst den Ellbogen nutzen. Das ist ein schönes Bild. Ja. Ja, das. Sehr schön. Ja, den Kopf entspannen, die Schultern nicht zu den Ohren, immer wieder schauen, dass Abstand ist. Und dann nochmal lösen. Prima. Das. Sehr schön. Komm mit dem Unterarm einmal zum Boden, entlasten die Hände. Ja. Und komm mit den Knien hoch. Ja. Eine war die gute Nachricht, die andere folgt immer gleich. Ja. Entlastete Hände, aber Po hoch. Gut, das. Dreh nochmal beide Füße nach rechts. Ja, das. Heb den rechten Ellbogen etwas an. Die rechten Rücken. Und lauf mit dem rechten Fuß einmal hinter das linke Bein. Ja, raus aus der Matte. Gut, das. Versuche etwas in der Rückbeuge zu denken, über die Seite, über die Rippen nach vorn. Ja? Die Füße drehen etwas nach hinten und du schaust nach vorn. Ja, da braucht nicht etwas mehr Stretch. Gut. Und dreh das hier immer in die Leisten zurück und das Herz nach vorn. Ja? Und kommst wieder hereingedreht, die Füße schauen wieder nach rechts. Und du schreibst den rechten Fuß wieder in die Matte und bist wieder vor. Sehr schön. Ein Touchdown der Nase vor die Hände. Delfin. Ja, einmal vor und einmal zurück. Gut. Das. Dreh beide Füße nach der anderen Seite. Ja, gut. Und schieb den linken Fuß, zieh den linken Fuß hinter den rechten. Ja. Ja, löse den linken Arm. Vielleicht den Ellbogen, dreh die Füße etwas mehr nach hinten und schau nochmal nach vor, dass der Kopf über die rechte Schulter geht. Ja, die Leisten nochmal tief setzen. Immer wieder im Becken weich bleiben. Ja, und dann nach vorne zu öffnen. Gut, das. Okay.
Und nochmal. Zurückgedreht die Füße. Ja. Wieder nach vorn rein. Gestellt den Fuß. Gut. Und noch ein Touchdown der Nase nach vorn auf den Boden. Schieben, Touch und zurück. Gut. Stell eine Hand auf, stell die andere auf. Okay. Viere noch einmal hier. Tief. Und nach vorne. Okay. Wieder tief und nach vorne. Sehr schön. Gut. Einmal nach hinter den Händen. Ja, nach vorne. Gut. Weich. Nochmal in das Fieder der Beine. Asymmetrisch. Ein Bein. Das andere. Einmal tief in die Hocke gesetzt. Den Po herab, herab, herab. Das Herz hoch, 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 hoch. Lösende Hände. Öffnung nach vorn. Ja. Vollkommen nach vorn. Gut. Hier schön außen. Immer noch agil die Sache. Ja. Gut. Und dann die Hände wieder zurück zum Boden. Ja, und von hier Po ein bisschen hoch, Ferse wieder ein bisschen raus. Hoch zurück. Hoch. Ups. Zurück. Gut. Ja. Nochmal gelaufen. Sehr schön. Gut. Runter. Knie zum Boden, zieh die Hände herab. Sehr schön. Das. Löse die Hände nach vorn. Ja, heb das Becken etwas an und stell ins linke Bein. Nach vorn direkt. Ja, das. Linke Ellbogen drauf. Bequemerweise. Genau. Und hier aus dem rechten Fuß hinten aufgestellt und gleich abgeben. Ja, das. Ja, dehne dich nach vorn. Mach gerne den Abstand. Grüße. Ja, und schieb dich nochmal auf das vordere Bein. Ja, das. Öffne das Herz nach vorn, lass den Po hinten, die lose im Rücken. Öffne das Herz noch etwas mehr. Ja, gut. Ja, wir möchten jetzt die Hand einmal umrutschen auf den Schenkel. Gut. Spür beide Füße stark am Boden, drücken und schieben. Ja, das. Immer nochmal etwas in den Stretch gehen. Wir möchten wieder etwas tiefer mit der Hand. Ja, innen am Fuß. Ja, und öffnet hier etwas mehr. Ja, Bein nach vorn, aber auch nach hinten oben. Den rechten Po oben halten. Ja, gut. Das. Sehr schön. Von hier aus die linke Hand etwas mehr nach links, diagonal weg. Ja, ein bisschen nach vorn, diagonal links vom Fuß. Die linke Hand auf den Fingerkuppel. Ja, und dann von hier ein kleiner Kick von hinten auf das Standbein drauf und dann holst du das Bein mehr nach vorn, das rechte, und drückst es etwas höher. Gegen etwas geben. Das hebt neben dir etwas höher. Ja, gut, schaust nach unten, Wasser kommt. Ja, tief, Becken auf. Sehr schön. Gut, und nochmal nach hinten zurückgesetzt, weit nach hinten weg. Das Bein wieder raus und ab in den Boden. Gut. Beide Hände raus. Oh, komm einmal hoch. Gut. Dann trete nach vorne mit dem rechten Bein mit dazu. Gut. Das. Ja. Okay. Beide Beine vor. Gerne nochmal beide Hände auf und hier drauf. Ja. Ich bin nochmal die Fersen leicht gehoben. Ja, die Füße, Beine noch mal ein bisschen zurück, der Rücken lang, federe hier, ja, das, erst noch mal weit hoch, gerne noch mal tiefer rollen, tief, ja, aber auch wieder mit meinen Knien nach oben. Gut, ja, immer diagonale oder asymmetrische Formen suchen, die Schultern, wandern. Ja. Okay. Ja, das. Und von hier aus noch einmal nach oben aufrichten. Der rechte Fuß geht noch einmal in dieselbe Position nach hinten zurück. Du suchst wieder nach hinten. Ja. Und stell es nochmal hin. Okay. Links etwas offener.
Aufhellen, stretchen. Mhm. Ja? Noch einmal Federn nach vorne. Und diesmal ein großer Schritt nach rechts raus. Nach rechts hin. Auf den Boden rauf. Und mit dem rechten Ellbogen einmal tief ab. Touchdown. Gut. Und wieder hoch und kick zurück. Ja, das. Sehr schön. Kurz ab hier. Ja, den Fuß einmal übers vordere Knie, schieb den Po zurück. Die Hände liegen wieder auf einem Tisch und du drückst dich ab gegen diesen Tisch. Ja, die Hände vor, auf den Tisch drauf und tief gesetzt. Und du drückst dich hoch. Ja, okay. Gut. Und einmal gelöst und noch einmal nach hinten weggeschleppt. Weit zurück. Ja, vielleicht auch hier nochmal mit dem Ellbogen tief. Ja. Oder tief. Gut, push it in. Herz ist gut offen. Okay. Und dann nochmal nach vorne. Komm raus. Kleiner Baum unten am Bein. Kleiner Baum hier. Arme vom Körper gelöst. Grundspannung, das viel höher. Länger, trotzdem Weichheit. Ja, wenn du möchtest, etwas für den Fuß. Genau. Ja. Okay, die Arme immer weit, den Blick vorn. Und dann zieh es weiter vorn. Sehr schön. Streck es einmal raus. Ja. Und lass es ab. Tiefe Verneigung, gleich wieder zurück. Also, lass es hängen und regel dich in deinen Rücken, als hättest du etwas auf dem Rücken und das willst du loswerden. Ja? Kannst aber nicht hingreifen, du musst das so bewegen. Die Haut, das T-Shirt auf dem Rücken, bewegt das. Ja? Lass ja immer wieder deinen Empfindungsraum größer werden, ja? Indem du hinspürst. Gut. Sehr schön. Das. Und dann, ja, linkes Bein gleich von hier aus einmal zurückgesetzt. Bein zurück. Und ausgedreht. Ja. Zieh den Ellbogen vorne nochmal auf. Auf das Knie. Sehr schön. Mach den Schritt so groß, wie du merkst, dass das dich interessiert. Ja. Genau. Genau. Ja. Gut. Ja, das Becken bleibt hinten, streckst, vielleicht kommt der Arm unten durch. Das. Ja, federst nach vorne, das vordere Bein auch ein bisschen erstrecken, vielleicht die rechte Hand etwas weiter unten, aber die Achsel nach vorne denken, die rechte. Das, die linke Leiste tief hinten. Ja, den linken Po ein bisschen hoch vom rechten weg. Ja, streck vorne nochmal das Bein, heb das Herz nochmal mehr nach vorn. Gut, das. Oh, sehr schön. Löse die Hand hinten, komm hoch. Ja, und trete noch einmal nach vorne. Gut, das. Sehr schön. Geht einmal weiter links raus. Links raus. Ja. Linker Ellbogen einmal tief auf den Boden. Ja. Oh, wieder zurück. Sehr schön. Komm zurück. Wunderbar. Fuß einmal übers Knie vorne drüber. Die Hände beruhigen sich auf einen imaginären Tisch oder auch am Bein, am Fuß. Schiebst den Boden zurück und das rechte Knie nach vorne. Ja, drückst dich etwas ab am Bein. Nach oben mit dem Herzen. Gut. Und linkes Bein gleich nochmal nach hinten zurück. Öffne nochmal zurück nach hinten. Gut. Die Hand geht nochmal um den Rücken herum. Und deine rechte Diagonal vorn und du bringst das hier nochmal hoch. Ja. Das. Kopf tief. Gut. Ja. Okay. Ja, nochmal. Über die Seite neigen. Okay.
Schulter, Ohr auseinander, Kopf tief, rechtes Bein schiebt und wedelt. Okay. Oh, sehr schön. Und dann lass das Bein noch neben dir runter. Ja? Neben dir runter, schleift die Hand etwas rein. Öffne nochmal nach vorn. Ja? Und hol die Hand hinten heraus und komm noch einmal hoch. Merk das. Sehr schön. Das Kleine, das linke Bein nochmal gegen das untere. Ja? Das Bein nicht einfach nur hinstellen dort, sondern leicht auf der Zehenkuppe lassen, genau. Ja. Ja. Und vielleicht ein bisschen. Gut. Ja. Spür deine Mitte. Okay. Genau. Sehr gut. Okay. Und. Gut. Und dann stell doch mal runter und roll dich noch mal ein. Nach vorne, tief. Einfach das. Okay. Schau es einmal nach hinten. Mhm. Regelst dich in deinem Rücken nach links und rechts hin und her. Öffnest, schiebst dich aus den Händen ab. Noch einmal diese Bewegung auf deinem Rücken. Gut. Stellst die Hände nochmal in den Boden, beugst die Knie nochmal tief und wir machen nochmal einen Hop nach hinten zurück von hier. Ja, das Herz geht vor, der Po geht hoch und du hoppst zurück. Hoch und ab. Gut, das. Sehr schön. Mhm. Nochmal etwas gelaufen auf der Stelle. Prima, schieb dich nochmal auf die Füße drauf. Ja. Stell das linke Bein etwas mehr unter dich und löse das rechte Bein wie hinter dir wie in einem Sprinter nach vorne das Herz. Ja, das, okay. Und einfach hoch auf der Stelle, lass das rechte Knie dabei tief. Du schwingst nicht das rechte Bein hoch, sondern du aktivierst die Fußsohle aus dem linken Fuß, aus dem linken Bein. Ja. Da kommt die Bewegung her. Aus dem linken Fuß, der ein Tuch aufhebt vom Boden. Ja, dadurch kommst du raus. Ja. Mhm. Wenn du überfällst, kommt wahrscheinlich das rechte Bein zu hoch. Okay. Ja, auch andersrum nochmal probieren. Der rechte Fuß saugt die Matte hoch. Ja? Das linke Bein ist nicht ganz so interessant. Ja. Okay, wenn du das machst, geht der Blut mit an, der Gesäßmuskel. Ja? Ja. Ein hochziehen des Fußes. Ja? Okay. Mhm. Gut. Und ab. Nach hinten, tief. Einmal in die Hocke. Mhm. Etwas bewegt hier. Sehr schön. Das Knie, das andere Knie. Gut. Mhm. Noch eine Sache, die sich in dieser Woche entwickelt hat. Ja, vielleicht schaut der ein oder andere kurz oder macht es gleich mit. Es ging oft darum, dass wir einen Körperteil an bestimmter Stelle fixiert haben, zum Beispiel die Hand, ja, und dann uns da drin bewegt haben, verschiedentlich. Man kann auch rückwärts laufen hier, um diese Hand herum, immer weiter, bis du merkst, Füße stehen so in einer Linie und dann hast du hier nochmal die Chance zu öffnen über die Seite oder etwas weit. Ja. Und wieder zurück zu laufen. Ja. Probieren wir mal kurz aus. Wer möchte? Es muss nicht auf den Boden kommen, die Sache. Es geht wieder darum,
zu spüren, was das macht, wenn du die Hand fixiert lässt, ja, und dich hier bewegst, nach vorne und hinten. Das. Und hier die Öffnung suchst über die Seite. Und ich schaue die ganze Zeit auf meine Hand. Ja, probiert es einfach aus. Mhm. Genau. Ja, Olli. Geh nochmal rum, Olli, ich will nochmal sehen. Noch einmal nach hinten rum. Ja. Lass den Blick unten, den Kopf unten und jetzt öffne deine Rippe. Schau mal nach. Ja. Das. Und jetzt. Ja. Da. Genau. Und zurück. Genau. Ja. Okay. Ja, passt auf die Schulter dort natürlich. Genau. Ja. Nochmal zur anderen Seite gerne. Du drehst die Füße andersherum. Vielleicht ist das schon eine Empfindung genug, hier auf der Hand so zu stehen. Ja? Und die Rippen zu öffnen, den Blick runterzunehmen auf die Hand und dann zu drehen. Ja? Okay. Ja. Gut, 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 gut. Sehr schön. Da gibt es viel Spielraum, nicht? Die Aktion ist groß. Okay. Vier Füße. Wir landen wieder in vier Füße. Wunderbar. Gut. Linke Hand etwas mehr zur Seite raus. Rechtes Bein nach vorne. Wir rollen. Wir kommen zum Rollen. Ja, rechtes Bein ist vorne. Mhm. Linkes kommt bitte zu nach vorne. Setz den Po ab. Ja? Und du rollst einmal rückwärts und kommst genau wieder hier an. Ja? Rollst dich einmal ab. Touch. Und kommst wieder vor. Ja? Das einmal zurückgesetzt wieder. Ja? Wir machen das 3-4 Mal hintereinander weg, dass sich das ein bisschen findet. Ja? Das linke Bein geht unter dir durch nach vorn und du setzt den Po ab und rollst nach hinten. Du machst dich um. Oh, du rollst wieder vor, Bein kommt wieder raus, setzt es nach hinten weg, großer Ausfallschritt und noch einmal. Bein nach vorn und zurück. Mhm. Und einmal zurück. Ja, nutze mal den Spagat hier, diese Andeutung von Spagat. Okay. Und nach vorne noch einmal zurück. Ja, roll das leise. Ja, probiere aus, das Rollen nach hinten. Rollt oder fällt das? Rollt das oder fällt das, ist die Frage. Ja. Das ist hier die Frage. Und dann mal zur anderen Seite. Nimm das andere Bein mal lang, das rechte. Stell die rechte Hand drauf und geh mal mit diesem zurück nochmal. Gut. Und rolle aus dieser Position ein paar Mal rückwärts. Einmal hier. Ja. Geht das kann auch dynamischer, wer etwas mehr dynamisch möchte. Der lässt das abrollen hintereinander. Ja, wenn das Sensing klar ist, kann es schneller werden. Wenn du merkst, dein Rücken rollt und fällt nicht über die Rollhose, dann geht das. Ja? Okay. Gut. Gut. Mhm. Okay, dann bleibst du vorne einmal sitzen, sehr schön. Ja, beide nochmal nach vorne. Prima. Stell die Hände neben dich auf. Ja, streck die Füße ein bisschen. Ja, und. Ja, und heb den Po einmal an. Ja, ja, spiel ein bisschen damit. Gut. Ja, dass die Füße mal mit hochkommen. Probieren. Ja. Und ja, da geht viel Muskulatur im Bauch rum, aber auch in den Beinen. Gut.
Sehr schön. Und dann nimm dir noch einmal dein rechtes Bein zurück. Guck mal, wie das jetzt geht. Kommst du etwas weiter zurück damit? So, dass du vielleicht an die Ohren kommst. Klingeln an den Ohren ist das. Gut. Probier aus. Ja. Schön mal zurück. Happy Leg. Ja. Kann dein Fuß den Hinterkopf berühren. Ja. Oder hier, du hast einmal hier hinter. Ja. Ja, gut. Okay. Einmal in die Grätsche raus zu Beinen. Ja. Auch hier nochmal so weit rausgehen, dass du noch eine Bewegungschance hast, dass du nicht am Ende des Spektrums bist, sondern ein bisschen davor, dass du merkst, es geht noch was hier. Dass du die Ferse noch aktiv hast nach links und rechts. Ja, dass du noch bewegt bist, das Becken etwas nach vorne rollt, nach hinten. Ja, dass das geht. Die Oberschenkel wollen eigentlich an den Boden dabei. Dichter Schritt. Ja, und je mehr du dich nach vorne neigst, umso mehr wollen die Beine aus dem Becken herauskommen. Ja, versuche also zunächst eher die Öffnung nicht zu groß zu machen, sodass du deine Deckenkippung wahrnehmen kannst. Ja. Das. Spiel damit. Die Fersen sind aktiv am Boden, du ziehst sie etwas zu dir, aber du lässt sie auch etwas gehen und ziehst sie wieder an. Ja. Du spürst, dass damit die Kraft in den Rücken kommt. Gut. Gut. Und der Mächte kann hier noch federn mit den Händen aufgestellt. Und ein bisschen probieren. Ja? Die Arme nochmal als Motor von Federung. Nach vorn. Ja. Ja. Du bist also nie an der Grenze, wo die Muskelkater entsteht, ja? Sondern ein bisschen davor. Mehr in den Verbindungen auch. Ja? Nicht auf der einen Stelle, die du fertig machst. Sondern im Gesamten bist du unterwegs. Die Kräfte verteilen sich in den ganzen Körper. Gut, das ist sehr schön. Und nimmst du auch das nochmal raus. Das ist sehr wichtig, diese Idee, den ganzen Körper immer engagiert zu halten und nicht nur ein bestimmtes Teil zu belasten. Nimm den Sitz nochmal zurück in dein automatisches Sitz. Roll auch hier nochmal etwas nach vorne. Gut, Feder nochmal hier. Links und rechts. Sehr schön. Heb das Herz an, lass es los. Ja. Heb das Herz an, komm hoch, als willst du wohin und gib das auf. Gut. Vor und zurück. Massiere deine Füße. Okay. Ja, ja. Nimm nochmal das vordere Bein zurück nach hinten. Probiere hier nochmal. Ja, federe hier tiefer in die innere Ferse. Ja, das. Geh tiefer, wenn es geht. Bleib weiter oben. Ja, spüre, wo die Dehnung bei dir hinzieht. Ja. Ist das mehr im Oberschenkel, mehr im Knie oder mehr am Fuß? Oder kannst du den Hals mitnehmen? Gut, ja. Das ist keine Forcierung hinter. Du versuchst nur, die Form als Einladung zu nehmen, ins Spüren deiner selbst zu kommen und dich selbst anzukommen. Ja. Dann brauchen wir uns wo wir hinfliegen, um große Erfahrung zu machen. Du hast schon ganz viel Erfahrung, wenn du einfach nur bei dir bleibst. Gut. Okay. Wie die alten Yogis. Und dann noch einmal
wechselt hier. Ja, du kannst auch aufrecht bleiben und in diesem Becken dich mehr aufhalten, dass du diese Seite, den einen Po mehr in den Boden lässt, wo er vielleicht etwas leichter ist als die andere Seite. Du spürst die Kraft, die hier entsteht im Oberschenkel, vielleicht massierst du etwas. Ja. Ein Knie ist tief, federt auch. Gut, vielleicht kommt die Hand mal aus und du regelst dich über die Höhe der Rippen etwas tiefer runter. Ja. Das. Das. Gut. Das, sehr schön. Und prima. Gut. Und dann legst du den Sitz nochmal in die nicht automatische, sondern in die bewusste Haltung. In deine nicht, sage ich mal, automatische Form. Du nimmst die Hände nochmal an den seitlichen Kopf und hebst das Herz an und schaust nochmal nach oben. Versuchst das Gewicht nochmal auf die Beine zu bringen und dich etwas mehr nach oben zu bewegen. Gut. Stell dir vor, jemand greift in deine Armbeugen und zieht die nach oben vorne. Ja. Und du lehnst das Becken gegen die Füße. Viel Öffnung nach oben. Okay. Das. Sehr schön. Dann löse die Hände nochmal hier, stell sie noch einmal hinter dich und richte dein Herzraum nochmal sehr auf. Sehr auf. Ja. Die Schultern etwas zurück nach hinten. Die Arme schieben gegen den Boden, dein Becken kippt nochmal mehr nach vorne. Die Vorderseite ist lang. Ja. Okay, schön auf die Schultern. Und perfekt. Sehr schön. Und von hier. Lass das los, sehr schön. Und nimm die Beine raus, schwing sie nochmal zur einen Seite weg. Vier Füße. Und wir gehen zum Boden herunter. Wieder nochmal nach vorne und nach hinten. Komm noch einmal hoch. Widerspruch in sich. Komm noch einmal hoch, bevor wir runtergehen. Tendel das nochmal aus. Deine halbe Minute hier nochmal Freestyle. Für dein persönliches Ankommen. Ja, gleich kommt Shavasana, da bist du dann total angekommen in der Präsenz. Ja, vielleicht brauchst du noch eine Bewegung, ja, die hier gut tut. Vielleicht auch nochmal das Knie zur Nasenspitze. Ja, dass wir diese Sachen auch noch mal rund machen, den Rücken hier. Ja. Ja. Voilà. Ja. Genau. Ja. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann drehen wir die Knie zur Seite und setzen das Becken direkt ab, schieben die linke Hand nach vorne. Und drehen uns von hier mit dem weiten Ausdruck der rechten Hand über den Boden, mal raus. Über die linke oben, nach hinten zurück, auf den Rücken. Drehen die Beine mit auf und setzen das Becken zurück. Den Kopf, die Brust. Sehr schön, ja. Perfekt. Gut, streck das linke Bein nochmal aus und ziehe das rechte Knie nochmal behutsam zu dir heran. Ja. So ein paar Mal in der Tiefe der Leiste federn das Knie zur rechten Schulter. Ja. Gut. Ja, immer nochmal lösen. Der Rücken kommt gut an den Boden dabei. Dein linkes Bein möchte auch am Boden sein. Okay. Gut. Dann greife nochmal den rechten Fuß und zieh das Bein nochmal etwas tiefer zum Boden herunter. Ja. Gut. Letzte Sache hier. Oh. Streck's nochmal hoch.
mit den Fingern hinter den Zehen und öffne das Bein nach rechts weg raus. Ja, stell dir vor, du stehst auf dem einen Bein und nimmst diese Figur. Okay. Ja, und nochmal aufrecht, du spürst die Rückseite, die Innenbewegung und das ist das Bein. Das linke dreht dabei nach oben. Ja. Rücken noch mal ein bisschen nachlassen an den Boden. Nicht zu sehr abheben. Und noch einmal zurück. Löse den Fuß. Sehr schön. Lass den Unterschenkel fallen. Gegen den Boden. Gut. Und nimm nochmal das linke Bein zu dir ran. Steck das rechte Bein weg. Ja. Na, nimm dir das Schienbein, massiere das Bein mehr zu dir, gegen den Bauch. Lass es etwas mehr innen als außen. Ja. Und dann auch nochmal das Knie touch down an den Boden heran. Ja. Schieb das Bein raus. Nimm es nochmal nicht gegen den Boden. Rechtes Bein ruhig lassen. Ja. Und auch mal die große Öffnung zur Seite. Ja. Ja. Okay. Nochmal nach oben und so weiter. Ja. Ja, spiel nochmal. Was geht jetzt hier? Ja. Immerhin viele mit posierenden Modus. Gut, als würdest du nach Raum eigentlich erst suchen, um ihn dann zu benutzen. Okay. Und dann lass das Bein auch los. Sehr schön. Umfahre nochmal mit den Fingern deine Knie, roll etwas nach links und rechts hin und her. Ja, auf den unteren Rücken. Nach links und rechts. Ja. Massiere, was dir zukommt. Der mittlere Rücken, der untere Rücken oder das Kreuzbein. Je nachdem, wie dicht oder weit du die Knie lässt. Vielleicht musst du sie loslassen, um noch weiter runter zu kommen aufs Steißbein mehr. Da sind die Arme lang und die Knie in den Händen. Der Kopf bewegt sich nun. Okay. Gut, dann stellst du die Füße ab, lässt den Bauch an den Rücken anlegen, sich, lass ihn sinken. Nimm das Becken so, dass du den Rücken schon am Boden spürst. Der kommt wahrscheinlich nochmal etwas hoch, wenn du die Beine ausstreckst in die Matte. Dann kannst du ihn aber so lassen mit einer ganz leichten Hebung. Ja? Nimmst die Arme zur Seite. Schaust nochmal, dass die Schultern weit liegen und nicht unter dir. Den Kopf nochmal anheben und die Nasenspitze an die Decke ausrichten. Ein konkaver Bogen im Nacken nach oben, während die Haut nach unten nimmt. Lass die Haut jetzt los. Shavasana in 10 Sekunden, vollkommene Ruhe, 10 9, 8, 7, ausatmen, 6, alles loslassen, 5, 4, 3, 2, 1, Shavasana. Lass los. Beide Arme und beide Beine sind vollkommen entspannt.
Kopf ist entspannt. Dein Gehirn ist entspannt. Dein Bauch ist entspannt. Immer mehr Teile deines Körpers befinden sich am Boden. Der Kontakt der Haut am Boden wird immer spürbarer. Je tiefer du sinkst, je tiefer du loslässt, in die Schwerkraft hinein. Spürst du nochmal in dieses entspannte Liegen hinein, als könntest du daraus nie wieder aufstehen. Du spürst ganz klar dein Wesen und doch bist du wie ein Zeuge vor ihm und schaust es an.
Dann warst du in dieser Stimmung, wenn du deine Finger und Zehen in leichte Bewegung führst. Wenn die Gelenke ausweitest, der Hände und Füße. Schiebst du die Hände nochmal hinter dich raus, spürst deine Länge, ohne zu viel zu tun. Ziehst dann einen Fuß heran und den anderen und setzt das Becken zu einer Seite über und drehst die Füße, die Knie zur Seite weg und lässt die Schulter folgen. Hier nutzt du deinen freien Arm in den Boden gestellt und kommst nochmal direkt in deinen Meditationssitz hinauf. Räkelst den noch einmal so hin, dass er direkt deine Meditation vertieft. Beobachte deine Atempause, ausatmen, ein paar Sekunden haltend, ohne Druck und wieder einatmen. Großes Gewahrsein in der Atempause. Große Einkehr in die Präsenz in der Atempause nach der Ausatmung. Führe beide Hände in die Gebetshaltung vor dein Herz. Lass die Schultern weit und los. Bleib wahrnehmungsmäßig im Körper.
Beim Einatmen ist immer wieder die Ausweitung deiner Aura über die Körpergrenzen hinaus. Versuche dich immer wieder im Gewahrsein aufzurecken. In der totalen Wachheit. Yoga ist Anschalten, nicht Abschalten. Es ist ein Anschalten auf höherer Ebene. Und dort auch sage ich vielen Dank, Namaste, Namaste. Vielen Dank in alle Richtungen. Ich wünsche einen schönen Kar-Samstag, mysteriöser Tag. Und das ist der Ostertage. Man weiß nicht genau, was ist hier los eigentlich. Es ist nichts los. Genießt das. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Danke dir. Danke. War super.